Modalpartikeln sind besonders verbreitet in der gesprochenen Sprache. Aber nicht alle Sprachen haben sie. Deutsch hat sehr viele und sie werden gerne benutzt. Das merkt man auch zum Beispiel beim Niederländischen, Griechischen und Japanischen. Aber im Englischen und Französischen ist das anders. Da existieren wenige oder vielleicht sogar gar keine Partikel dieser Art. Heute schauen wir uns 5 Modalpartikel an. Eigentlich, mal, wohl, und sowieso. Wir fangen mit eigentlich an. Kennst du das Wort eigentlich? Wie oft hörst du es eigentlich? Warst du eigentlich schon mal in Deutschland? In solchen Zusammenhängen kann ich mein Interesse ausdrücken. Das merkt man unter anderem daran, dass diese Bedeutung oft in Fragesätzen vorkommt. Es gibt allerdings auch eine andere Bedeutung. Sie wird eigentlich gerne vergessen. Das ist natürlich suboptimal. Vielleicht hast du es hier im Beispielsatz gemerkt. Ich drücke meine Kritik aus. Wenn ich im Unterricht etwas sage und irgendwie nicht gehört werde, aber direkt danach jemand genau das Gleiche sagt, aber dafür Anerkennung bekommt, dann könnte ich sagen, das habe ich eigentlich gerade gesagt. Eigentlich hat auch einige nicht-modale Bedeutungen, aber oft wird dieses Wort mit dem Wort tatsächlich verwechselt. Kennst du eigentlich den Unterschied zwischen eigentlich und tatsächlich? Denn wenn nicht, werde ich auf jeden Fall ein Video dazu machen. Also schreib mir unbedingt in die Kommentare, wenn du den Unterschied nicht kennst. Aber genug zu eigentlich. Lass uns mal über mal sprechen. Dieses Wort ist auch ziemlich vielfältig. Dieser Modalpartikel wird oft in Fragen und Aufforderungen benutzt. Kannst du mir mal helfen? Wollen wir mal losgehen? Mach mal die Tür zu, bitte. Es macht die Sätze nicht unbedingt höflicher, da man mit genau den gleichen Wörtern in genau den gleichen Sätzen auch ziemlich unhöflich wirken kann. Kannst du mir mal kurz helfen? Wollen wir mal losgehen? Mach mal die Tür zu, bitte. Dieses Wort wirst du wohl schon mal gehört haben, oder? Mit diesem Wort können wir eine Vermutung aufstellen. Sie hat ihre Hausaufgaben wohl nicht gemacht. Er wird wohl schon in Berlin angekommen sein, denke ich. Es wird wohl nichts daran zu ändern sein. Manchmal hat das eine andere Bedeutung, sowas wie allerdings. Das würde ich wohl nicht vergessen. Trotzdem erkennt man, dass es quasi keinen Fakt beschreibt, also dass es eigentlich auch eine Vermutung ist, also dementsprechend ähnlich wie vorhin. Jetzt kommen wir zu und sowieso. Diese Wörter sind so ähnlich, dass ich sie immer zusammen erkläre. Das wirst du sowieso gleich verstehen. In beiden Sätzen bedeuten diese Partikel sowas wie auf alle Fälle. Die Information ist zweifelsfrei. Also sicher. Ich gehe heute nicht in die Stadt, da wir sowieso geplant haben, das morgen zu machen. Ich sehe keinen Grund, mich zu beschweren, da sich nichts ändern wird. Davon erzähle ich nicht, da es dich sowieso nicht interessiert. Ist allerdings viel umgangssprachlicher und informeller als sowieso. Schau mal dieses Video an, wenn du mein erstes Video zu Modalpartikeln verpasst hast und diese Playlist hier für alle meine Videos zum Thema Modalpartikeln. Also, bis dann. Ciao.